So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder in Troisdorf bei der Firma Subi Performance. Heute wird es mal absolut gar nicht um meine Motoren gehen, weil wir haben den Tim Schrick mit dabei und den Andi. Ich bin sein Haustier. Und mein Anwalt. aber ich glaube, das wird eine ganz witzige Konstellation heute, weil ihr beiden scheint ja eh schon mal Spaß zusammen haben, wie man merkt. Permanent, ja. Solange er mich nicht schlägt. So, und wir haben eine gesunde Mischung aus einem kaputten Motor und einem geilen neuen Motor. Genau. So, das heißt, das kann nur interessant werden. Oh, jetzt müssen wir einfach mal einmal ein bisschen ausholen, weil dich werden zwar schon viele kennen, aber ich würde mal sagen, wir holen mal den einen oder anderen ab, was wir genau jetzt hier machen. So, das heißt, du fährst mit diesem Motor rennen. Vierzylinder-Boxer. Ich bin gefahren. Bin gefahren, genau. Erklär mal bitte nur mal so ein bisschen, was für Rennen das sind. Ob das jetzt kurze Sprintrennen, stundenlange Rennen, nur mal so die Basics so ungefähr, was so ein Motor bei dir mitmachen muss. Wir fahren die Langstreckenmeisterschaft, die heißt mittlerweile Nürburgring Langstreckenserie, NLS, das hieß aber früher, der Volksmund sagt VLN dazu. Mhm. Und das sind 4-Stunden-Rennen und ein Rennen pro Saison hat 6 Stunden. Das heißt also, du fährst es in unserem Fall mit 2 Piloten. Ich habe noch den Luke mit dabei. Wir teilen jetzt das Auto und fahren halt 4 Stunden mit dem Ding. Und das heißt, du hast eine 3 Kilometer lange Gerade für Döttinger Höhe. Du hast also schon eine sehr schöne Belastung auf dem Material. Immer gleiche Strecke oder verschiedene Strecken? Nee, es ist immer nur auf der Nordschleife. Immer auf der Nordschleife. Okay. Das ist die einzige Rennstrecke, wo man noch ganz ehrlich Auto fahren können muss, wo nicht arenenhafte Auslaufzonen sind, wo du nichts können musst und wieder zurückfährst. Und du dann 2 Wochen auf das Rennergebnis wartest am grünen Tisch, sondern da kommst du am Ziel an und meistens weißt du dann auch das Ergebnis. Hoffentlich kommt man an. Meistens kommt man an, ab und zu halt auch mal nicht. Und wie viele Rennen sind das dann pro Jahr? 9. Doch so viele, okay, krass. Mhm. Und das klappt normalerweise mit einem Motor? Das klappt auch mit einem Motor, ja. So, jetzt müssen wir euch einmal kurz den Motor vorstellen. 4-Zylinder-Boxermotor. Ich selbstverständlich gerade hier reingekommen, das muss ja ein Turbomotor eigentlich sein. Nein, nein, das ist ja der einzige Punkt, wo wir ab und zu streiten, weil ich komme ja aus einer Firma, mein Vater hat Rennmotoren und auch Straßenmotoren entwickelt, der war Doktor der Thermodynamik und mein Vater hat, als ich aufwuchs, mir immer wieder gesagt, jeden Tag, Junge, merkt ihr eins, nur Tote und fast Sterbende werden zwangsbeatmet. Also wenn einer Turbo oder Kompressor drauf hat, kann er auf keinen Fall Motoren bauen, weil Leistung geht auch so. Ja, das wird jetzt und bestimmt einige freuen bei uns, aber einige auch nicht so freuen. Ich finde es trotzdem cool, weil eigentlich mag ich Sauger auch. Ich finde Sauger super, weil du hast einfach eine perfekte Dosierbarkeit und auf der Nordschleife ist ganz oft, es fängt an zu regnen, dann kommen alle ganz hektisch in die Box und wechseln ganz schnell Reifen und es regnet nie überall. Der Luke und ich bleiben einfach immer draußen mit Slicks. Und das geht auch. Und mit dem Sauger hast du viel bessere Chancen, das Ganze am Limit zu bewegen. Einfach weil die Reproduzierbarkeit und die Vorhersehbarkeit besser ist. Aber wie man sieht, ist Sauger auch immer sehr kompliziert. Und du musst sehr oft einen Motor aus- und einbauen, wenn du das entwickelst, weil das halt am Anfang oft kaputt geht und so. Und bei diesem Motor haben wir jetzt das Problem gehabt, dass der eigentlich diese Saison gar nicht mehr fahren sollte. Weil wir eigentlich schon mit einem 6-Zylinder fahren wollten. Da gab es aber auch ein paar Querelen und auch, hatte auch mit Corona ein bisschen was zu tun und so weiter. Deswegen musste der Motor ein bisschen mehr arbeiten. Und er hat dann relativ spontan die Kündigung eingereicht. Okay, das heißt, serienmäßig ist es aber eigentlich ein Turbomotor? Das war mal ein Turbomotor, das kann man an diesen Anschlüssen hier noch erkennen. Ne? Da ist quasi Wasser- und Ölanschluss gewesen. Hier der Ölrücklauf, das ist alles verschlossen, weil nicht gebraucht. Wurde jetzt umgebaut, dementsprechend auch Sauger, natürlich nicht Serie geblieben. Das haben wir vor 2 Jahren gemacht. Wir haben also 92er Bohrung genommen, haben eine 98er Bohrung gebaut, haben dann hier Fleisch gehabt, um den Brennraum fräsen zu können. Du siehst diese Ecken. Die sind quasi serienmäßig. Der Rest ist bearbeitet. Und zusammen mit dem Kolbendesign, das ist jetzt der kaputte, zusammen mit dem Kolbendesign hatten wir dann ein komplett eigenes Brennraumdesign, was für einen Sauger vorgesehen war von Anfang an. Das heißt, weniger Hubraum als in der Serie? Nee, wir wollten einen kurzhubigen Motor machen, dass der drehen kann, weil ich gesagt habe, ich brauche Drehzahlen, sonst langweile ich mich. Also weniger Hub durch Kurbelwelle, deswegen, aber größere Kolben am Ende wieder. Genau, deswegen haben wir quasi eine 1,6er Kurbelwelle genommen. Dementsprechend längere Pleuel, weil kürzerer Hub und eine 98er Bohrung. Das reduziert halt massiv die Kolbengeschwindigkeit. Genau. Ich wollte gerade fragen, das sieht nach extrem wenig Hub aus. Was sind das, 75 mm? 65,8. 65 sogar nur? Mhm. 65,8. Der Vorteil ist ja, dass die Kurbelwelle dann, sieht man ja, die Überdeckung ist immer eine hervorragende Überdeckung. Das heißt, Kurbelwelle hat überhaupt keine Schwingungsprobleme, rein gar nichts und die ist sehr leicht. Die wiegt 9 Kilo. Wie hoch hast du damit gedreht? 8,8. Das war aber noch entspannt.
Gut, wir haben früher 9,5 gedreht, aber dann ist mir ein bisschen die Geduld und auch ein bisschen die Kohle ausgegangen. Dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt drehen wir 8,8. Und es hat einfach auch für den Rest gereicht. Ne? Nee, 8,8 war super, weil zufällig haben wir mit diesen 8,8 genau gehabt, dass wir bei dem 4-Stunden-Rennen in der Mitte des Rennens quasi 92 Liter wieder drauf, 100 dürfen wir fahren, Fahrer austauschen, neue Reifen, frischen Tank und dann mussten wir also mit einem Stopp, boom, genau die Hälfte. Nur das tanken heißt, und fahren. Genau, weil wenn du bis 9,5 gedreht hättest, hätten wir zwar 12 oder 18 PS mehr gehabt, aber du hättest mit einem Splash und Dash hinten dir alles kaputt gemacht. Das hätte gar keinen Sinn gemacht. Das musste ich auch erst, habe ich dann währenddessen geschnallt. Das ist auch cool, 8,8 passt super. Passt. Hat auch gut geklappt, wir sind zwei Saisons gefahren, zweimal haben wir diese 2-Liter-Meisterschaft gewonnen. Und jetzt musste der Motor halt quasi aus der Ecke nochmal rein. Ich habe den dann gar nicht aufgemacht. Weil 8,8 ist auch das gleiche, wie ich zum Beispiel mit Limo gedreht habe. Mhm. Mit 92,8 mm gut. Ne? Ja, aber nicht 4 Stunden am Stück voll hast. Das hätte nicht geklappt. Das hätte, glaube ich, noch nicht mal 30 Minuten. Nee, ich war jetzt ja auch schon ein paar Mal auf der Rennstrecke unterwegs. Ich sage, das hätte noch nicht mal 5 Runden geklappt. Ja. Klar, du bist auch so exorbitant schnell, dass es auch keinen Spaß macht, aber es hätte trotzdem nicht geklappt. Ja, da hast du viel Zeit, Gas, weil 260 PS bist du heute auf der Nordschleife schon fast mit der wenigsten Leistung. Wir haben aber auch, das Auto ist leicht mit 1100 Kilo, das heißt, dir stehen die ganze Zeit irgendwelche Leute im Weg, vom Cayman oder vom BMW 240 E-Cup. Und auf der Geraden fahren sie wieder stolz an dir vorbei und das ist charakterbildend. Das heißt, dieses Konzept als Sauger mit viel Drehzahlband, war schon so, dass es am Ende schnell gemacht hat? Ja doch, also es hat für uns gereicht, dass wir zweimal eben diesen bescheidenen Titel, diese 2-Liter-Saugerklasse zugewonnen haben. Okay, das wäre meine Frage gewesen, wie die Klassen da sind, 2-Liter-Sauger, okay. Genau. So, und jetzt haben wir das zweimal miteinander gewonnen, dachten wir, jetzt können wir endlich mal erwachsen werden. Wir brauchen einen Sechszylinder. Ja. Merkst du da selber als Profi zum Beispiel einen Unterschied, wenn du so ein Auto mit einem Boxermotor fährst, als wenn du jetzt zum Beispiel einen Motor mit einem quer- oder längs eingebauten Vierzylinder in Reihe drin hättest? Also ich sehe es beim BRZ auf jeden Fall so, da haben wir an der Hinterachse auch noch ein bisschen die Geometrie verändert, dass wir extrem geringe Reifenverschleiß haben, weil wir haben eine extrem geringe Schwerpunkthöhe. Mhm. Der Serien-BRZ hat 25 mm geringere Schwerpunkthöhe, also Gesamtschwerpunkt vom Gesamtfahrzeug, als ein Boxster. Und beim Rennauto haben wir es nochmal überarbeitet und die Tieferlegung hinten die Geometrie angepasst, dass die Rollzentrumsachse nicht komisch steht. Den Fehler machen viele. Und deswegen haben wir eine Reifennutzung, zum Beispiel als wir vor ein paar Jahren noch mit einem französischen Reifenhersteller gefahren sind, die haben uns nicht geglaubt, dass wir ein ganzes VLN-Rennen einfach mit einem Satz links gefahren sind. Der hat gesagt, no, impossible. Reifennutzung. Und da hast du eben dieses Ding, was Colin Chapman auch früher gesagt hat, ne, Gewicht ist alles. Mhm. Und das siehst du da immer wieder. Wir haben keine ABS, kein gar nichts, und stehen den ganzen Tag Leute im Weg auf der Geraden, fahren die vorbei, du denkst dir. Das Problem haben wir beseitigt. Das Problem haben wir jetzt, hoffe ich, beseitigt, weil wir gesagt haben, diese ganze Erfahrung, also ich habe das am Anfang konzipiert und irgendwann hat er einen dummen Kommentar bei mir drunter geschrieben, dachte mir, was ist das denn für ein Otto? Und dann habe ich ihn kennengelernt und gemerkt, nee, der ist ja ganz nett, vor allem hat der nette Hunde und wenn der so nette Hunde hat, muss der Typ ja auch nett sein. Und guten Espresso. Jetzt kam das nachher, habe ich ihn auch überredet. Okay, das heißt aber, den Motor hattest du auch vorher schon mal hin? Oder nee, er hat mir sich lustig gemacht, wie ich Dichtpaste auftrage und dann bin ich, irgendwann sind wir irgendwie, weiß nicht. Nein, das Problem war, dass deine Kopfdichtung hin war, weil du hattest damals noch das andere Konzept, nicht den EO22, den 2,5er. Wir haben einen 2,5er. Den haben wir dann umgebaut und wir hatten die Laufbuchse hat sich anscheinend irgendwie bewegt und dann sind wir auf den Klosdeck gegangen und dann ist das ein 2,2er geworden, aber die Kurbelwelle und das Konzept habe ich mir ausgedacht und das hier mit dieser Firma, die ich schon mal kennengelernt hatte, die komischerweise meinen Namen trägt, haben wir das konzipiert. Und der Andi hat dann seine spezifische EJ-Erfahrung mit eingebracht. Und dann wurde daraus ein Motor, der... Seitdem hat er funktioniert. Seitdem hat er dann funktioniert, ne? weil er die Motoren in- und auswendig kennt. Jetzt muss man auch dazu sagen, 2 Liter Hubraum. Früher war ja mal so die magische Grenze, 100 PS pro Liter beim Sauger schon ein guter Wert. Mhm. So, das heißt, mit 260 bist du da ja auch schon vorne dabei, nicht? Ja, wir waren so bei 128 Liter ja, pro, das ist ja schon, PS pro Liter. Schon ordentlich. Wie hoch verdichtet? Weil das sieht ja schon hier... 12,2. Wenn man sich das so überlegt, dass der Kolben hier so drin steht, ist da halt nicht mehr viel Platz, ne? 12,2 ungefähr. 12,2, 12,3 zu 1. Mit ganz normalen Tankstellenkraftstoff, sag ich mal. 98 Oktan. Also die haben letztes Jahr angesagt, sie haben 100, aber wir haben immer mit 98 Oktan gemappt. Mit dem Freier. Das heißt, ihr kriegt einen Kraftstoff gestellt,
Also ihr dürft nur die eine Sorte von Kaffee? Du bist zum Monopolismus gezwungen, weil sie sagen, die möchten bei Protest mit einer AB-Probe die Sache klären können. Mhm. Das heißt, du musst den Veranstalter-Sprit nehmen. Mhm. Wenn du den nicht hast, wirst du disqualifiziert. Und deswegen kostet der Liter natürlich 2 Euro. Wir sind so dumm, wir könnten so einfach Geld verdienen. Wir haben ja nur eine Tankstelle an der Rennstrecke. Egal. Und die, weil du gerade sagtest, Mappen, was für ein Steuergerät ist da drin? Wir haben ein englisches freiprogrammierbares, DTA heißt das. Ist das mit Klopfregelung und so weiter, volles Programm? Nee, Klopf machen wir nebenher und zeichnen das nur auf, dass wir gucken können, ob der geklopft hat. Aber der Klopfsensor kann nicht ins Steuergerät. Weil der Volllastanteil wird wahrscheinlich dann mit der Leistung schon recht hoch sein auf so einer Strecke. Der Volllastanteil ist hoch, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber klar, der ist relativ hoch. Du fährst 160 km/h Durchschnitt auf der Nordschleife mit einem 2-Liter Auto. Ja, krass. Das heißt, das Ding dreht auch im Schnitt immer über 7 wahrscheinlich, ne? Ja. Die Durchschnittsdrehzahl ist, auf eine fliegende Runde ist 7,2. Naja. Warte mal, hier steht's. Warte. Ja, 8200. So. Okay, jetzt kommen wir zu den interessanteren Teilen. 7,2 im Durchschnitt, da weiß man, was da drin los ist. Mhm. Wie ist das hier so erstmal Thematik Kühlung? Wasser, Öl? Wasser haben wir einen Aftermarket-Kühler von irgendeinem japanischen Hersteller. Koyo, glaube ich. Mm. Der Serienkühler ist komischerweise nur 10 mm dick. Mm. Das ist unglaublich, denkst, der geht doch gar nicht. Aber, Klimakondensator. Und das heißt, der Kühler ist, ich glaube, 40 dick und hat die gleichen Abmessungen, also passt so rein, Plug and Play. Und wir sind bei dem Motor auf eine Trockensumpfschmierung gegangen. Der sitzt quasi oberhalb vom Block. Hat serienmäßig keinen Trockensumpf? Nee. Okay. Und wir haben dann gesagt, okay, wegen dem Temperaturgefälle, auch die historischen Rennautos, die ich so kenne, da hast du bei den Formel 1 früher auch Wasserkühler und dahinter den Ölkühler, weil das Öl höher Temperatur läuft als Wasser. Ja, ja. Und dann haben wir halt quasi so einen richtig sehr großen Ölkühler hinter den Wasserkühler direkt geklemmt. Und das hat wunderbar funktioniert. Also wir sind jetzt mit diesem Ding bei den ersten beiden Rennen, auch beim ersten Rennen, wo es so stickig warm war, 25, 26 Grad, bin ich mit knapp unter 80 Grad Wasser und 100 Grad Öl unterwegs gewesen. Sehr entspannt. Wie viel Öl ist da drin? Trockensumpf im Kofferraum. Und mein Opa hat immer gesagt, viel hilft viel. Wir sind immer schön mit 12 Liter Öl unterwegs. Oh, das finde ich auch noch. Damit da nichts passiert. So, nächste Frage. Thema Ölverbrauch. Ist das so, dass ihr so auf Knopfdruck nochmal Öl hinterher schieben könnt? Oder ist Ölverbrauch ist noch ja kein gar 24, nicht so, ist ja keine 24 Stunden. Ist noch nicht so krass? Nö, wir haben in etwa ermittelt beim normalen 4-Stunden-Rennen, wo du halt die ganze Zeit halt Rennen fährst, also Vollgas fährst oder Volllast fährst, haben wir etwa, das kann man, wir haben es jetzt nicht gewogen, aber so schätzungsweise sind das so im Bereich von 0,4 Liter. Hm, ist ja nix. Und das sind 600 Kilometer. Ja. Also ein 4-Stunden-Rennen, da kommen wir mit dem 2 Liter 600 Kilometer weit und dabei hat er so ungefähr 0,4 Liter verknuspert. Weil ich weiß, wenn du jetzt zufälligerweise so einen Motorenprüfstand nebenan hättest, in Bau. Wir würden den Motor da draufstellen, du würdest 7,2 anfahren, würdest Bremse reinmachen, dass das Ding voll das 7,2 fährt und machst Tür zu und sagst so in 4 Stunden komm mal wieder. Ja. Da kriegt man, glaube ich, schon Mitleid mit so einem Motor, nur vom Zugucken. Ne? Das haben wir doch schon gemacht. Ich habe den auf dem Prüfstand 9,5 gedreht. Ja. Bei meinem Onkel. Auf einem richtigen Wasserwirbelprüfstand. Da hat das ganze Fundament gewackelt. Das war geil. Auch den? Den, 9,5. Krass. Da war ich da und dann hat er da so verschiedene Krümmer drauf gesteckt. Oh ja, jetzt ändert sich was, dann wieder nicht. Also ist schon richtig, dass da richtig, richtig Entwicklung drin steckt in Bezug auf alles, dass überhaupt diese 260 PS erstmal rauskommt. Ja, wir haben aber ehrlich gesagt gar nicht so viel. Ich bin ein ungeduldiger Typ, ich hasse stundenlang rumzumachen. Den wir jetzt zusammenbauen, quatsch nicht, wir fahren jetzt. Ballern. Das heißt, du merkst auch, der ist nicht ausentwickelt, weil der hatte zum Beispiel knapp unter 7 ist niemand zu Hause. Das fährt wie so ein 90 PS Golf. Bon Jovi, darüber wird er wach, weil wir haben ein sequenzielles Getriebe, der erste Gang ist bis 100 übersetzt, der sechste Gang 240 schaffst du da mit Windschatten 243 und dann hast du eine enge Abstufung, das heißt, und dann hast du kleine Drehzahlsprünge. Ne? Genau, und du hast natürlich so manche Sachen, wo du merkst, und dann musst du mal einen zweiten Gang nehmen. Ich sehe hier bei den neuen Sechszylindern eine Verstellung auf der Luckenwelle, hatte der alte das auch? Nein, wo siehst du da eine Verstellung? Ist hier keine Verstellung wieder? Nein, du Gott, das hinter. Braucht man nicht. War aber serienmäßig an? Nein, hatte der gar nicht. Okay. Haben wir hier auch nicht gemacht. Du siehst hier, siehst du nicht. Der Zahnradantrieb. Aber hier, der Zahnriemen wird hier über die Stirnräder, wird die noch umgeladen. Ja, das ist schon klar, aber das sieht so aus, als wenn, weil das so dick ist, als wenn da irgendwas hinter wäre. Das ist nur die Lagerung. Okay. Ich dachte, der hätte auf der noch eine Verstellung. Gibt es sowas bei den Boxermotoren gar nicht? Doch, klar. Der hatte das auch. Da haben hatte auch, okay. Das hat er totgelegt. Weil du sagst, du hast einen geringen Bereich Drehzahl, den du benötigst.
und ich lasse gern alles weg, was du nicht brauchst. Klar. Plus, also ich bin auch der Meinung, dass egal welche Verstellung man hat, die Verstellung bei 9000 Umdrehungen wird immer so ein bisschen Salat übertrieben gesagt. Ne? Das ist ja niemals so, dass es auf dem Grad das ist, was du eigentlich haben willst. Ne? Genau, pass auf. Da haben wir hier nämlich, sieht man an den Laderblock, die ganz gut. Genau. Ich weiß nicht, ob es der richtige ist. Normalerweise hat der hier oben drauf so einen Anguss, der Motor. Und der kriegt extern hier Öl für die Nockenwellenverstellung. Mhm. Ne? Das sitzt ja dann quasi hier, ist jetzt die falsche Seite. Ne? Ja, also der. Ja. Und gleichzeitig wird hierüber das Lager geschmiert. Mhm. Und weil wir das weggelassen haben, gesagt, ich will keine externe Ölleitung haben, sieht dann so aus, haben wir dann hier diese Ölbohrung hier reingebohrt in den Hauptölkanal. Das ist auch den Anguss, das ist früher mal da. Das heißt, der Guss war von den alten Köpfen. Und diese Bohrung haben wir ja quasi über eine CT und über eine CNC-Maschine diese Bohrung gesetzt, damit das Lager weiterhin geschmiert ist und extern nichts mehr reinkommt. Das hat ja nur Einlass AVCS, der Motor. Mhm. Ja, reicht ja theoretisch auch. Ja, das Rest ist hier Abgas. Ja. Okay, cool. Haben wir das schon mal durch. Tassenstößel, Hydros oder Stark? Nee, Stark. Stark, immer Stark. Würde auch gar nicht gehen auf die Dauer mit der Drehzahl. Geht auch mit der Nockenwelle nicht. Die Nockenwelle ist dafür gemacht, dass die quasi die Flächenpressung nicht ausnutzt. Also die ist schon in der Nähe, aber mit Hydrostößel würden diese Betriebsbeschleunigungen nicht funktionieren. Mhm, kaputt gehen. Weil das sind Stahlventile, weil ich gesagt habe, hier Huibu und Titan machen wir nicht. Und deswegen ist die Feder auf das Ganze so abgestimmt. Wenn du jetzt einen Hydrostößel hast, wird das Ganze dann 10 Gramm schwerer und dann wäre die Flächenpressung schon... Und die hat eine ganze Saison gelaufen? Also die ist 3 Saisons gelaufen. Die sind der Wahnsinn, diese Nockenwelle. Gott sei Dank, das sieht ja bei mir nach dem Einfahren schon schlecht aus. Ich weiß. Die sind 3 Jahre, also die erste Saison war Lücken, weil wir viele Probleme hatten, aber 2 Saisons sind die komplett durchgeballert und ich habe da nie neue reingemacht, auch die Schlüssel nicht. Schlüssel sind auch von da gewesen. So, die haben jetzt trotzdem einfach uns getraut, dieser Motor, gut, wir hatten jetzt final eben einen Schaden, weil der irgendwie wahrscheinlich seine Lebenszeit ein bisschen überschritten hatte und der Andi hat auch durch seine Erfahrung einfach gesagt, ich hatte die Maßgabe oder gesagt, ich möchte viel Lagerspiel fahren, damit wir keine lokale Überhitzung des Öls erzielen bei den hohen Drehzahlen. Und Andi ist aber der Auffassung, dass etwas weniger Spiel am Hauptlager und auch am Pleuellager würde besser sein, weil unsere Pleuellager eigentlich immer sehr benutzt aussahen, ja, immer schon. Der Druckabfall im Hauptlager ist einfach zu hoch und wenn dieses komplette Aluminiumgehäuse sich ausdehnt, dann kommt nur noch am Ende zu wenig am Pleuellager an und dieser Puffer, wie wir, glaube ich, im vorletzten Video von dir gelernt haben bei David mit dem Kolbenbolzen, der ist nicht mehr stabil genug. Und er kann den Druck dann, wenn er einen auf dem Deckel bekommt, nicht ganz abhalten. Und deswegen ist das dann final um die Ecke geflogen, das Ganze. Ne? Das heißt, Lagerschaden auf letzten Zylinder, beziehungsweise letzten Zylinder von der Versorgung, nach einer ganzen Saison, zwischendrin mal reingucken, Lager checken, geht ja bei so einem Boxermotor leider nicht so einfach. Ne? Nee. Das ist ja mal tatsächlich was... Mal Nachtschicht noch, oder? Das ist ja tatsächlich bei unseren V-Motoren und Reihenmotoren ein bisschen einfacher. Ne? Von unten drunter. Mhm. Ja, klar. Nee, das ist hier ein bisschen doof. Ja, ja. Also, aber ihr habt ja den Öldruck hinter dem letzten Lager gemessen, also man kann eigentlich davon ausgehen, dass zumindest in den Hauptlagern noch genug Öldruck war. Ne? Ja, deswegen ist das... Wahrscheinlich geht seine Theorie doch auf, dass das Ganze zu viel Luft bekommt und dann zu wenig Druckpolster da ist und das Ding hier und da immer mal wieder in die Mischreibung geht, was man hier auch sieht in der oberen Lagerschale, dass der so ein kleines bisschen immer anklopft und der hat nicht geklopft. Also wir haben mit Klopfsensor das appliziert und ich glaube, das ist unauffällig. Hat Tim bei 8.8 auf der Rennstrecke noch mit Kopfhörer mal kurz gehört? Aber nee, das hat der Alex gemacht. Der Alexander Frey von Track Toys, der mappt das Auto. Der mappt das Auto. So, und dann haben wir uns einfach gedacht, um das nochmal zu Ende zu führen, der EJ... Mit der ganzen Erfahrung, die der Andi mit dem EJ-Motor gemacht hat, mit keine Ahnung wie vielen hunderten Motoren, die er gebaut hat. Und ich gesagt habe, jetzt wird es aber langsam langweilig. Außerdem habe ich Bock auf etwas unprofaneren Klang, Vierzylinderklang. Obwohl es ein Boxer ist, klingt der auch wie ein Vierzylinder. Ja? Aber er klingt wie Vierzylinder, weil wir eine 4 in 1 haben. Und dieser Boxer rumbelt, von dem alle immer reden, kommt nur dazu zustande, dass die eine Bank kürzer ist als die andere Bank, weil der Turbolader außer mittig sitzt. Vom Fächer gemacht. Und du hast, der ist lang und der ist kurz und deswegen macht er, obwohl er 180 Grad Zündabstand hat wie jeder andere Vierzylinder. Auch dieser schreit den Vierzylinder, weil er einen 4 in 1 hat, weil es sauber ist. Ja, siehst du wieder was gelernt hier, rein krummermäßig. Ne? Und ich dachte mir, ich habe aber Bock und ich Porsche fand ich immer schon toll. Ich habe auch selber schon hier und da mal einen gehabt und dachte mir, also Boxer ist eh geil, weil so eine schöne kompakte Kurbelwelle. Und wir haben also diesen Motor vom SVX uns ausgedacht, weil SVX, der auf der... musste einblenden, Foto. SVX. Ist das der, wo wir letztes Mal auch drüber gesprochen haben, wo du sagtest, so einen Motor nehmen für 1000 PS oder 2000? Ja, genau, das war der Motor. Das ist der. So, und der Motor ist einfach auch schon von Subaru-Seite so entwickelt worden, dass er auf dem EJ basiert. Und das sieht man auch, wenn man sich den Block anschaut.
Genau die gleiche Strategie, gleiche Lage der Ölkanäle, gleiche Hauptlagerdurchmesser, bla bla bla. Das heißt, Öldruckbedarf wissen wir wissen da, wir wissen da, da. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt nicht mehr 2 Liter Vierzylinder profan, sondern bevor die Welt untergeht, das Erdöl alle ist, 3 Liter 6. Also alles gleich, nur 50% potenter. Genau, 50% mehr. Aber wir haben, wir sind weggegangen von dem ultrakurzhubigen. Weil bei den 8.8 ist dieser Hub eigentlich, ich wollte eigentlich 10 drehen. Ich habe immer gedacht, ich muss unbedingt 10 drehen. Ich wollte gerade sagen, weil das ist ja fast so fast Motorradhub. Und irgendwann habe ich aber Demut gelernt und über Schmerzen lehrt der Mensch. Und deswegen sind wir hier bei 75 Hub beim 6-Zylinder. Jetzt noch bei dem Motor eine Sache, die mich interessiert. Kannst du jetzt gerade ein paar Sachen messen? Also hast ein paar Sachen gemessen. Sowas wie, ist das Hauptlagerspiel schon größer geworden gegenüber jungfräulich? Habe ich tatsächlich nicht gemessen, weil ihr wisst ja, um das auszubauen, müssen wir die Gehäusehälften splitten. Mhm. Das heißt, wir müssen es wieder zusammenbauen. Und das wäre nochmal ein Punkt gewesen, ob das halt schon viel größer ist, weil dann ist natürlich klar, dass erst recht das Spiel noch größer wird. Die, ne? Sahen so unauffällig aus, die Lager, ich glaube nicht. Ja. Guck mal rein. Das ist eine Blockhälfte. Keine Hauptlager mehr vorhanden. Ah, gut. Ah, wir können mal gucken. Wollen noch welche finden? Hier sind sie sicherlich. Genau, hier siehst du die Trockenhülse. Ah, ja, ja. Ja, das ist halt einfach das Beste. Würde wahrscheinlich auch sonst auf der Rennstrecke auch gar nicht funktionieren. Ja, wir haben mit dem normalen FA-Motor sind wir die erste Saison gefahren und da haben wir mit dem Akkusump uns beholfen, mit diesem Druckspeicher. Dass du was reinspeichern. Und dann hatte ich keinen Bock mehr, dachte, ach, Trockensumpf mag ich irgendwie gerne und dann haben wir das. Der Druckspeicher ist aber wirklich nur einmalig, falls es mal zu einer Situation kommt, wo zu wenig Öldruck da ist. Der schiebt so lange nach, wie groß das Volumen ist. Du was da ja verschiedene. Also der Größen. Kann sich nicht während der Fahrt wieder irgendwo drüber aufladen. Sobald das Auto wieder gerade steht und Öldruck produziert, fehlt der Speicher. Ah, Doppelkolben, ne? Das heißt, der schiebt das hin und her. Der klaut dem Motor Öldruck, bis er voll ist. Dann funktioniert der Motor ganz normal. Und wenn dann in Kurvenfahrt Luft saugt, schiebt er nach. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Eigentlich cooles System. Ja. Lotus hatte das serienmäßig bei den ganzen ersten Toyota Elisen. War das hinten drin serienmäßig verbaut, das Ding. Unterm Teppich. Fand ich total geil. Hast du Lagerschale nicht gefunden? Nee, sind weg. Okay, wie ist das bei so einem Motor mit der Laufleistung, Thema Verschleiß? Kolbenbolzenlager oben? Nee, gar kein Problem. Null Problem. Nee, nee. Obwohl das ja schon ein recht massiver Kolben auch ist, ne? Also wenn hier so 8,8 drin rumwuppen, schon. Ja, es sind auch total kleine, filigrane Kolbenbolzen. Wir sind 1 Millimeter kleiner gegangen. Allerdings, ja, kein Turbo. Das funktioniert, okay. Kolbenringe? Ja, Kolbenringe. Sind noch da. Sind auch da, genau. Aber wenn er kein Öl verbraucht hat, müssen die auch top sein. So, ne? Weil ja, das ist ja eigentlich immer so das Erste, woran es merkt. Ne? Die Story über die Kolbenringe ist eigentlich noch geil. Ne? Das sind ganz spezielle Kolbenringe. Und zwar hat der Hersteller dieses Kolbens uns, glaube ich, die falschen geschickt. Ne? Ja, hat nicht zu dem Übermaß. Nee, das genau, das war das Stoßspiel. Das war da irgendwie über einen Millimeter. Viel zu groß. Ja, und die Kolbenringe habe ich selber angefertigt. Vom 2,5 Liter Motor einfach dann Stoßspiel angepasst. Gemacht, ne? Wunderbar gelaufen. Ich habe 4 mm gekürzt. Und der Tim, das wird nicht funktionieren. Doch, doch. Und dann war es auch so, dass nach irgendwie zweites Rennen waren die Ölleitungen kollabiert, weil der Abgaskrümmer gerissen ist. Und dann sagt er, wir haben kein, was war passiert? Kein Öl, nee, was, doch, genau. Öl geschmissen, ohne Ende. Ende Start, ziehen, genau, Ölwolke, ich Motor aus. Nein, bitte nicht, oh Gott. Dann nehmen wir alles auseinander und finden nichts, Köpfe runtergenommen, nichts gefunden, alles sieht gut aus. Ich denke mir, Alter, kann nicht sein. In die Schläuche reinguckt, alles sieht toll aus, bis mir dann dein Doktor, dein Bekannter gesagt hat, Tim, was meinst du denn, was in den Stahlflex-Schläuchen drin ist? ja, Teflon. Ja, Teflon wird weich wie Butter, wenn es so im Bereich von 180, 200 Grad oder 250 Grad kommt. Dein Krümmer ist doch gerissen. Ja, also hat er diese Saugleitung, die an der Ölwanne dran sind unten, die sind zugeklappt. Der Motor, bupp, voll mit Öl und dann schmeißt er natürlich eine Ölwolke, wenn der gesamte Kurbelraum voll mit Öl ist. Ja, weil es einfach über die Ringe sich hier rein sind, wird, ja. Die sind quasi hier und laufen über dem Krümmer lang, ne? Die haben zugemacht das und kollabiert. Dann hat der einfach sein, ist das Öl nicht mehr losgeworden. Der wollte schon meinen Kolbenringkunst aber schlecht reden. Auf jeden Fall gut, dass es so ist. Andersrum wäre noch schlimmer gewesen, wenn kein Öl an der Pumpe irgendwann mehr ankommt. Das ist ganz doof. Dann macht es aber gleich Knall. Dann macht's aber Peng, ich habe mich gewundert, dass der im Leerlauf so schön lief und keine Geräusche gemacht hat, ja? War sehr verwunderlich. Zylinderköpfe habt ihr auch nicht geguckt, was da so an Verschleiß in Richtung Ventile und so weiter, aber das wird das wahrscheinlich auch unkritisch sein. Das ist unkritisch, weil die das ist ja relativ entspannt, weil die Reibpaarung mit den Schlüsseln relativ gut funktioniert, selbst mit normalen Schlüsseln. Mhm. Hier sind wir auf DLC-beschichtete Schlüssel gegangen. Mhm.
aber das war immer unauffällig. Wir hatten immer kleine Probleme einlassseitig mit den Ventilsitzen, weil Luftfilteranlage hat. Wir sind ohne Luftfilter gefahren, was das alles für müssen halt. Ein bisschen, aber einmal nachschneiden, dann ging das wieder. Okay, so, jetzt zeigen wir euch noch einmal kurz das Neumund-Prachtexemplar hier. Da sieht man, das ist richtig EJ, deswegen heißt er heißt EG33. Und man sieht, dass hier diese Lager, also die Ölversorgungsstrategie, ziemlich deckungsgleich ist mit dem EJ. Was denkst du, wie hoch willst du den drehen? Den werden wir so 8,2, 8,3 drehen. Ist auch noch human. Ja, wir wollen einfach die Belastung, also die Verzögerung und Beschleunigung des Kolbens nicht überschreiten, weil das damit so ungefähr funktioniert hat. Und deswegen sagen wir, okay, 8,2, 8,3. Und der hat halt auch nicht mehr 65,8 Hub, sondern 75. Mhm. Und hat somit dann eine 92er Bohrung, also wie ein M3-Saugermotor. Mhm. Ne? 92 mal 75. Aber wenn man so vorstellt, ist das schon krass, wie flach der Motor ist. Wenn man sich überlegt, die flache Ölwanne. Das ist ja auch Trockensumpf. Das heißt, wo ist der Boden hier? Der Boden ist hier, ja. Das ist schon krass. Nah halt über der Boden halt. Ne? Ja, wenn du überlegst, aber V-Motor. Du brauchst aber spitze Finger, wenn du mal denkst, ich guck mal unter den Ventildeckel. Oder nee, ja, das ist klar. Da ist ja der Kerzenwechsel schon. Da brauchst du eine abgestimmte Ratschenverlängerungslänge, dann geht das ganz gut. Wie ist das mit Ventilspiel? Mit den mechanischen Taschen? Starre Stößel. Also so du gut hast wie gar kein Verschluss. Flash Caps, da passiert gar nichts. Krass. Ventilspiel ist immer konstant geblieben. Okay, aber das heißt, wir reden jetzt theoretisch von 50% mehr Hubraum? Genau, 3 Liter statt 2 Liter. Das heißt, wenn alles gut läuft, auch fast 50% mehr Leistung? Ist jetzt eine Annahme. Wir haben jetzt natürlich versucht, mit dem etwas längeren Hub und ein bisschen anders Auspuff und ein bisschen überdenken zu hoffen, dass der nicht ganz so spät aufwacht. Aber ich kann es dir nicht genau sagen. Die Kanäle, da konnten wir die gleiche Struktur nicht fahren, weil der EG hat etwas flacheren Ventilwinkel. Also der hat einen kompakteren Brennraum. Aber beim Boxer bedeutet ja auch, dass du dann mehr umlenken musst. Deswegen haben wir die Kanäle von vornherein schon in dieser Form gemacht. Die Drosselklappen sind auch so geformt. Und das Ganze kommt dann hiermit. Das heißt, hier ist eine Einzeldrossel. Hier sind 6 Drosselklappen und dann haben wir das hier zusammen mit Composite World gemacht. Das heißt, hier sind die Trichter drin. Ne? Einlauftrichter. Also hier kann man da reingucken, da sieht man das vielleicht ganz grob unten drin. Kann man nicht so gut sehen. Und hier sitzen die Einspritzdüsen drauf. Das heißt, du hast dann hier die Klappen, dann sitzt das Ding hier so drauf. Mittelteil und von vorne dann gefilterte Luft. Mhm. So ähnlich wie bei Porsche. Und der Vorteil von diesen Top-Shower-Düsen ist eben, dass du hier oben quasi einspritzt und dieses Luft-Kraftstoffgemisch Zeit hat, sich zu homogenisieren und du damit eine signifikante Ladungskühlung erreichst durch die Verdampfungswärme. Das heißt, die Klopfgrenze geht signifikant runter. Bei dem Vierzylinder sind wir die Standardposition gefahren. Also hier saß das Einspritzventil, wie beim Serienmotor. Und hier sind wir bewusst auf quasi so Ducati gegangen, damit du noch weniger Klopfneigung hast. Witzig ist, ich habe mir die ganze Zeit 5 Fragen überlegt und alle 5 wurden schon gerade in deiner Erzählung beantwortet, dass ich sie jetzt gar nicht verstehen muss. Ich konnte das spüren. Ich wollte fragen, ob ihr vorher auch schon die Düsen in der Position gefahren seid. Haben wir mal probiert mit Versuchssaugrohren, mit gedruckten Saugrohren. Hallo? Ja. Sind dann explodiert. Das Auto hat dann nachher Feuer gefangen und dann haben wir wieder Pass auf, ihr müsst doch eins wissen. Es gibt keinen, der irgendwie komplizierter zu überzeugen ist von einer technischen Lösung wie Tim. Das heißt, ich habe immer, wenn wir hier irgendwas machen, ist es immer wieder ein Fight. Nein, das muss so. Und dank diesen schönen Adapterplatten, die wir jetzt hier haben, haben wir längere Ansaugwege. Und hier kommt ja noch diese Drosselklappeneinheit drauf und dann noch dieses schöne Teil, was wir da gerade gesehen haben. Ja, das sieht schon. Und das ist ungefähr so hier. Auch wenn er es mir noch nicht ganz glaubt, das wird dafür sorgen, dass er einfach schöne längere Ansaugwege, weniger mehr Drehmoment und untenrum besser kommt. Das Gewichtsunterschied 4 zu 6 Zylinder? 26 Kilogramm. Aber das ist ja auch vernachlässigbar eigentlich. Ne? Mal klar, 26 Kilogramm. Aber wir sind jetzt hier noch ein bisschen schwerer. Wir sind aber schwerer geworden, weil wir mussten ja, der Motor hat normal 3,3 Liter Hubraum. Ja. Und der Andi hat da mit seiner Das hast du diese Todesbuchsen. Mhm. Ja. Die Todesbuchsen da reingepresst. Das heißt, dieser Motor ist 4 Kilo schwerer, einfach weil er 4 Kilo Stahl spazieren fährt, weil wir eben auf 92er Bogen runter mussten, um wir nicht über die 3 Liter zu kommen. Ja, weil über 3 Liter bist du in der Balance of Performance Area auf der Nordschleife. Und das ist für mich, ich sehe keinen Sinn da drin, mit Balance of Performance Rennen zu fahren. Deswegen müssen wir die Klassen uns raussuchen, wo das noch so ist wie früher, weil ich bin ein ewig Gestriger.
Scheiß Balance of Performance. Das heißt, ihr fahrt mit dem Motor jetzt in der Klasse bis 3 Liter Hubraum. Was fährt da sonst so an Autos? Wir sind die Einzigen. Irgendwie sind die Leute ausgestorben, die sich denken, ach guck mal, ich habe hier ein Auto, das bauen wir jetzt und dann fahren wir damit Langstrecke. Mhm. Das war früher ganz normal. Heute ist es so normal, dass jeder bei irgendeinem großen Hersteller irgendein fertiges Produkt kauft und darin nichts ändern darf und nur einsetzen. Das heißt, das ist für mich ziemlich reizlos. Da wird früher wahrscheinlich mal so BMW M3 oder so gefahren sein in der Klasse, bis 3 Liter Hubraum. Gab es früher auf jeden Fall. Ja, ja. Aber das ist alles so abgedriftet irgendwie und wir sagen es aber egal, weil die Klasse, die GT4-Klasse, wo es halt ja Mercedes, Porsche, BMW, was weiß ich was gibt, das sind alles Autos. Der Porsche ist der leichteste mit 1350 Kilo. Und die BMW und Mercedes, die wiegen irgendwie 1450 Kilo oder sowas. Ich finde das halt absolut pervers. Ja, klar. Und wir werden mit dem Sechszylinder immer noch gut unter 1200 Kilo bleiben. Und ich sag mal, ich balge mich lieber mit irgendwelchen Autos, die man kennt, als dass ich einen Klassensieg gegen irgendwelche Toyotas mache. Dürftest du theoretisch auch weniger Hubraum plus Turbolader in der Klasse? Oder nee, Turbolader ist immer Balance of Performance. Okay. Da habe ich irgendwie kein Interesse dran. Das ist mir zu politisch. Du musst dann Restriktor, ich fahre ja bei dem Werksteam bei STI, diesen 2 Liter Turbo, WRX STI, da sind wir jetzt ein paar Mal gefahren und da sind wir auch in der Top 20 angekommen, ohne Regen, weil das Ding ja Allrad hat und da weiß ich es halt genau, weil das ist ein EJ20, also quasi das, was der Andi hier 100-fach baut, mit einem 37 mm Restriktor und 1,4 bei Ladedrucklimit. Das heißt, da kommen ungefähr 340 PS dabei raus und der Leistungsbereich ist aber fast schmaler wie bei dem gewesen. Ja. Weil der ist bei 4,5 erst aufgewacht, der Motor, und bei 6 war schon die Puste aus. Die haben aber auch keine Ahnung. Deswegen. Das hat man so. Nur Gänge gebraucht. Tja, okay. Vielen Dank schon mal für diese Einblicke. Ultra coole Sache. Rennstrecke, 24 Stunden Vollgas, mal ganz was anderes. Beziehungsweise 4 Stunden, 6 Stunden, ein paar Mal hintereinander. Ja, und wann sieht man schon mal so einen Stirnradantrieb? Ne? Das kommt noch dazu. Wenn der Motor noch zerlegt gewesen wäre, das heißt, wenn wir vor einer Woche früher gewesen wären, wäre es noch interessanter geworden. Jetzt ist er aber schon zusammen. Das sind ja auch die Geheimnisse, die nicht jeder wissen darf. Aber ich denke, wir werden das Auto auf jeden Fall noch mal sehen. Hoffentlich auch fahrtüchtig. Wir können ja mal einfach da vorbeifahren. Hier, Philipp, pass auf, eins kann ich dir noch zeigen. Ich wollte gerade sagen, irgendwas wolltest du dir jetzt gerade noch zeigen. Wir haben ja beim Vierzylinder nur an der Ölwanne abgesaugt, vorne und hinten. Mhm. Und weil wir jetzt den Öltankvolumen im Kofferraum nicht ändern wollten, haben wir jetzt dazu hier noch 2 Saugstufen zusätzlich gemacht. Das heißt, wir saugen an den beiden Köpfen ab. Der Motor ist leicht nach hinten geneigt, ne? Das sind die tiefsten Stellen. Mhm. Und saugen somit an 4 Stellen ab, um einfach noch mehr Öl permanent aus dem Motor rauszubekommen. Mhm. Da bin ich mal gespannt, ob das auch so funktioniert, aber ich denke ja. Das heißt, das dient dann theoretisch auch gleichzeitig als Entlüftung von einer Kurbelwellengehäuseentlüftung. Gibt es in dem Fall eigentlich gar nicht, weil es ist eigentlich das Gleiche. Du hast aber bei einer Trockensumpf immer ungefähr die Summe der Saugstufen bezogen auf die eine Druckstufe, ist immer so im Bereich 2,5 bis 3, Faktor 3. Mhm. Das heißt, du hast immer einen Mörder, der saugt über die Kurbelgehäuseentlüftung, saugt der wie blöd Luft an und wird die hinten am Tank los. Mhm. Also du kannst es auch verbinden, dass es im Kreis geht, aber ich schicke das hinten raus und lasse ihn vorne Frischluft ansaugen. Mhm. Das heißt, wenn du es schaffst, irgendwie Überdruck zu haben, ist der Motor schon sowas von kaputt, dass sowieso egal ist. Bei Faktor 3, ne? Also ja, 200 klar. Liter Luft saugt er da an pro Minute und was weiß ich, 60, 70 Liter pro Minute drückt der Öl in den Motor. Das heißt, die Differenz, das heißt, der saugt bei Höchstdrehzahl, der Sechszylinder bei 8,3, saugt er da oben 120 Liter die Minute durch dieses kleine Loch an. Das heißt, du könntest auch theoretisch in einem Kugelkopf einen Unterdruck kreieren, das haben wir schon mal beim Aston Martin gemessen. Mhm. Wenn du atmosphärischen Druck hast beim Saugmotor bei 10.000 Umdrehungen oder wenn du 0,3 Bar Vakuum Unterdruck fährst, waren das beim Aston Martin 10 PS. Ja, glaube ich. Wegen der ganzen Verluste von der trägen Luft mit den Pleuelstangen und so weiter. Ja. Aber das lassen wir hier weg, weil du kannst dich zu Tode researchen. Und wir haben eh keine Zeit. Jetzt ist wieder 2,5 Wochen vorm Rennen. Der ist jetzt gestorben. Jetzt stehen wir im Rücken zur Wand. Jetzt muss das irgendwie funktionieren. Das heißt, wenn das nicht klappt, werdet ihr mich nicht missen. 2,5 Wochen Nordschleife. Ja. Am Wochenende mal gucken, dass wir die natürlich. Ist doch auch noch Zeit für Einbauen, Abstimmen. Alles. Easy. Alles sich noch überlegen. Das ganze Set. Vor allem, du wirst ja auch so Krümmer bauen müssen und sowas. Nee, alles der ist schon da. Der Bastuk hat mir da sehr freundlicherweise sehr gut helfen können. Das ist immerhin schon gemacht. Okay. Aber das sind immer so Kleinigkeiten. Da noch ein Halter, da noch ein Fußsensor. Ja, aber der Motor war ja schon drin und hatte dann ein Problem wieder ausgebaut. Das heißt, diese ganze Reinpuzzelei, die haben wir schon mal gemacht. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr ganz so wild. Aber ich bin wirklich gespannt auf den Moment, wo du drin sitzt und das erste Mal Gas gibst. Frag mich mal.
Deswegen lebe ich überhaupt noch. So, ne? weil wenn man jetzt so viele Stunden mit 260 PS gefahren ist, ne? Und dann jetzt das erste Mal auf einer Strecke, die du in- und auswendig kennst, auf einmal 100, 120 PS mehr zur Verfügung hast. Da kann man die ganzen ABS-Kläuse richtig ärgern. So, dann wird es interessant. Ja, so viel dazu. Hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.